gleich weiter mit dem zweiten Grand Prix, wa? Mach doch direkt Grand Prix 2. Das eben war 2. War das 2? Ja. Hätten wir es 3 machen können. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Grand Prix gibt's, Baby? Ich glaube 4, bis 4 geht das nicht. Ja, danach können wir ja dann immer noch. Wir machen noch erstmal die Grand Prix jetzt durch und dann können wir, denke ich, mal mit der Markus das sagt, mal in eine Online-Lobby rein versuchen reinzukommen, so als Team. Und dann mal gucken, wie wir gegen echte Gegner antreten können. Also uns schlagen. Wir kommen in den Himmel, wir sind jetzt gestorben, ne? Ja. Aber schönes Intro. Also hier, wenn wir hier runterfallen, sind wir ein definitiv tot. Was hast du denn da, die 4 Quallen oder was? Ja. Hatte die. Die Quallenfischen oder was? Sieht aus wie so ein Spielzeugauto. Aber ich muss sagen, auf jeden Fall der Fun-Faktor ist ziemlich hoch bei dem Spiel. Das macht irgendwie extremst Laune. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ist ziemlich entspannt, sag ich mal so. Inwiefern ja. Auch wenn man trotzdem zwischendurch mal so macht, wenn man irgendwo. Ja, das ist normal. Das ist aber, denke ich mal, normal. Aber ich denke mal, wir zicken uns nicht an. Wir haben keinen Rage drin. Klar, dass man sich immer, wenn es mal nicht läuft, ein bisschen was immer Momente hat, das ist klar, aber das ist halt komplett andere Welt als jetzt beispielsweise GTA in der letzten Zeit, wo wir uns eigentlich nur angeflaumt haben und hier haben wir echt mal nur Momente, kleine Momente, wo es was ist. Aber ja, es ist tatsächlich mal entspanntes Daddeln für sonntags. Vielleicht war es doch alles so die richtige Entscheidung. Hilfe! Ich habe aber irgendwas mitgenommen, gerade mit der Bombe. Nein. Den Flip habe ich zu spät angesetzt. Nein! Wow! Oh. Ach, da war was. Da war eine Baustelle. Da war eine Baustelle. Ja, ich hab gerade Turbo gezündet, da kam auf einmal die Lücke, Alter. So geil. Ja, das aber dir auch. Ich reibe mich da mal mit ein. Bei mir wie es genauso. Ich bin, vor allem, ich bin dir hinterher. Ich werde respawned und zwar schräg auf die Strecke, wieder zur Kante hin. Total bescheuert. Okay. Ich bin gerade. Warum zieht meine Rakete auf dich? Ich will die anderen treffen. Also nicht auf die. Ja, wir können es ja, glaube ich, nicht gegenseitig treffen mit Items. Geist. Aua! Mann! Kann man damit. Wir haben uns gerade alle zusammen verfahren! Ja, wir waren ja auch alle aufeinander, ja. Mehr oder weniger jetzt. Alter! Ich weiß, wer euch hat, so wie hinten neben euch! Musik! Alter, was ist denn das eigentlich für ein Pickup, Alter? Ja, es gibt Kraft, glaube ich, Tempo und noch irgendwas. Aber da kommt ein Boost. Ach Mann, ist ja genau vor mir gespawnt, dass ich das Item nicht gekriegt habe. Vielleicht die komische eklige Baustelle. Nein, hau ab! Geh weg! Ich habe sie Gott sei Dank noch rechtzeitig gesehen. Das war ein guter Drift gerade. Was machst du denn? Hä? Das sah gerade so aus, als würdest du die übelste Flips ziehen in der Luft. Ja. Davon kriegt man auch nochmal Boost. Okay. Alter, diese scheiß Steine immer.
Ja, ja. Der war auch gerade gut, der Drift. Nein! Ich war Erster! Und bin da rechts abgebogen. Ich hab gewogen, ich das Rennen wahrscheinlich gewonnen. Ah, trotzdem 1, 2, 3 ist okay. Fürs das Maximum. Schon wieder 12:30, Alter. Die Zeit vergeht bei dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wie lange wir heute machen. Ich meine, Zeit haben wir ja genug eigentlich. Komm, werden wir sehen. Vor allem, Kev, was machst du denn da in der Luft? Ich weiß gar nicht, also, hä, was denn? Das hab ich gewusst, ich gesehen, was du meinst jetzt. Da vorhin, wo ich geflippt hab und du so, was machst du denn da? Wieso? Das sah nur so komisch aus. Wir machen Kunststücke, ne? So, 37 Punkte. Mehr geht nicht. Also wollt ihr alle sein Pix-Rennen mal machen, oder was? Ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal die Grand Prix-Dinger, ja. Und danach würde ich... Wir haben jetzt noch... Was haben wir jetzt gefahren? 1, 2 und 4 und dann noch 1 und 3 müssen wir noch fahren. Dann machen wir jetzt 1 und 3 noch und dann fahren wir, gehen wir in den Online-Modus. Falls wir da eine Lobby finden wollen. Ich bin mich mal schon mager. Also ich mucke hier schon, ey, ne? Ja, sonst kann man wahrscheinlich immer noch... Wahrscheinlich, weil die meisten alle für sich spielen, ne? Na, schauen wir einfach, wie es läuft. Schauen wir mal, wer säuft. Na dann, auf ein neues. Hätte aber auch wenn mich die scheiß Items, die ganze Zeit die Items geklaut. Haben wir einen was abgekriegt? Nein! Ich hab dich gerade ein bisschen das blockiert damit. Der zweite Flip war zu spät. Ja. Geh weg! So ein Scheiß. Alter, hier vorne geht's ja ab, ey. Ja, wann ist wirklich lästig, das wir sind alle hintereinander. Ich bin jetzt innen bei dir, Markus. Jetzt hänge ich an Baby dran.
Ist da innen auch noch eine Strecke? Kann sein, ne? Hat sie getroffen, mich aber auch, ey. Also ich hab mich verdrückt, ich wollte direkt da hinten schießen. Alter, was war das denn jetzt? Mich hat's aber auch gut erwischt. Scheiße, ich komm nicht raus, wieder komm ich über die Brücke. Das hab ich gerade übel zurückgeworfen. Ich war direkt hinter dir. Alter, diese komische Viechter, was auch immer, das hängt mir. Das ist nicht wahr, ich komme an diesem Viech nicht vorbei, wenn ich das jetzt mal wegblockiert. Deswegen bin ich auch nur Dritter geworden. Der hat mich echt dreimal weg komplett blockiert. Team. Es ist wirklich eine Ehre. Komische Rouge da, der kam ich einfach nicht vorbei. Überlegen, soll ich sagen oder soll ich nicht sagen? Was denn sagen? Rouge ist ein Mädchen. Ich habe gesagt, das komische Viech. Das komische Viech, okay. Aber es gibt ganz schön wenig hier Sonic-Charaktere für Mädchen, ne? Irgendwie, ist das euch mal aufgefallen? Weil, wenn man so überlegt, bei manchen Mädchen, Frauen können das sogar die gleiche Bezeichnung sein. Vom Charakterchen her, ja. Würde ich nochmal betonen. Alter, voll übel, Alter. Habt ihr das gerade wieder gesehen? Mit an der Wände hoch und so ein Scheiß. Das hat aber GTA auch immer gut geklappt. So. Na dann. Ja, bei GTA konnte Enrico ja mal gut die Bahnhöfe hochfahren, also die Straßenbahnhöfe. Das stimmt wohl, ja. Der GTA ist ja dann nächste Woche wieder dran. Ja, genau. Ich bin immer da, ich hab frei. Ich hab frei, ich bin da. Oh, tschüss. Ah, ich hab grad einen runtergeschmissen. Oh, Alter, der Laser. Da habe ich aber ganz klar verfehlt, ich bin genau dazwischen durch. Mann!
Runde 2. Alle voll nah beieinander hier, ey. Nein, zu spät. Den kriege ich noch, den Karl, den kriege ich noch. Ich helfe dir mal. Ich glaube, ich habe den mit dem Adler getroffen, oder? Nee, habe ich nicht. Ja, ist doch gut, ey. Alter, ich war Dritter. Dreimal hintereinander. Bam, bam, bam. Ich hab dich doch gekriegt, Baby. Hey, Baby. Dann, 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 dann. Es ist wirklich eine Ehre. Diesmal ist ein bisschen enger. Ja. Ja, sind trotzdem immer noch 21 Punkte. Dann glaube ich jetzt noch ein Rennen oder so. Ja. Ich denke mal, das sollte passen für uns. Aber wie gesagt, es kann auch ganz, ganz anders ausgehen. Vielleicht ist das auch so das absolute größte Rennen und wir kriegen es nicht gebacken. So. Na dann, das letzte Rennen, holen wir die fehlenden Punkte. Du bist eindeutig im falschen Team. Perfekt, ich bin wieder im Rennen.
Da hat es auf jeden Fall vom gegnerischen Team gerade runtergehauen. Mich auch. Ah, du musst es doch annehmen, okay. Das, da konnte ich aber gar nicht reagieren beim Abgeben. Wir dann auf der gleichen Linie, ja? Alter, kam der gerade an mir vorbeigeschossen. Mann, diese scheiß Steine immer. Mann! Nicht mal scheiß Immunität hat man nach so einem Treffer, ey. Alter. Ganz hart, Setti, setz dich hier runter. Wo ist Markus Steine? Mann! Ey, so ein Rotz, diese Steine, ey. Mich hätte aber auch einmal, zweimal da raus reingehauen. Ja gut, du hast, glaube ich, nach dem ersten Treffer eine gewisse Immunität, wo du dann noch weiterfahren kannst. Nein. Hast du nicht? Nein. Wie gesagt, ich habe in einen rein und bin dann in den nächsten und bin aber durchgefahren. Nein, ich habe jetzt zweimal gehabt, wo ich direkt in den nächsten auch wieder drin gelandet bin. Okay. Vor allem so nah beieinander in den letzten Strecken, da konntest du wenigstens irgendwie ausweichen, aber hier gerade in der letzten Kurve da. Die lag aber genau in dieser Linkskurve drin, da war nicht viel mit Ausweichen. Ich war genau hinter dir, ich war so nah an dir dran und dann diese scheiß Steine, ey. Aber dafür haben wir wenigstens jetzt genau die Punkte geholt, um zuzumachen. Gut. Nee, ich glaube, wir wurden überholt. Meinst du? Oder? Nee, wir haben doch. Nee, unsere Punkte. Selbst ohne meine 15 hätten wir mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Also selbst wenn ich jetzt. Ja. Sehr aber eng geworden. Ich dachte nur, weil Grün da alle auf den Plätzen hinter dir waren, deswegen. Ja, ich habe schon gesehen gerade. Ich dachte mir. Aber beide Punkte waren noch nicht durch. Ah, ich das Ding jetzt nicht gewonnen, wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. So ein Grand Prix fehlt noch, ne? Ach, es gibt sogar 5